Also, damit der Mann hier nicht zu kurz kommt, werfen wir jetzt einen Blick auf das, was uns das Neue Testament über den Mann liefert. Weil für mich ist inzwischen so, dass die Reaktion des Männlichen unbedingt beachtet werden muss, in angemessener Weise. Aber was ich als angemessene Weise empfinde, empfinden vielleicht manche Pfarrer anders. Das kann sein. Aber ich sage jetzt mal, was ich aus den Texten herauslese. Und zwar wird es jetzt gehen um Matthäus und Lukas. Weil, was ich vorhin auch schon gehört habe, wenn wir das nur mit patriarchalem Blick lesen, dann überlesen wir vieles. Und wenn wir das aber anders auf uns wirken lassen, dann steckt in den Beschreibungen dieser Männer ja eine ganze Menge an Informationen, die wir gut gebrauchen können. Also, Matthäus scheint sich für Maria erstmal überhaupt gar nicht zu interessieren. Matthäus ist Jude und Lukas ist Grieche. Das heißt, sie kommen aus sehr verschiedenen kulturellen Umfeldern und auch aus sehr unterschiedlichen Traditionsgut in der schriftlichen Überlieferung. Und bei Matthäus geht es darum, dass er sich auch an seine jüdischen Brüder und Schwestern wendet. Die spricht er in besonderer Weise an. Darum finden wir bei Matthäus sehr häufig Rückgriffe auf das Alte Testament, weil er unbedingt ihnen sagen will, was hier passiert ist, ist das, was im Alten Testament schon angekündigt wurde. Denn er schreibt jetzt zu einer Zeit, als der Paulus schon längst den asiatischen Raum, die Römer, also die römische Gemeinde gegründet hat. Da ist der Paulus ja schon längst tot. Ja, da schreibt er nun. Und von daher hofft er immer noch, dass die Juden nicht mehr die Christen verfolgen, wie es ja am Anfang wirklich der Fall war, sondern dass sie sich aufnehmen lassen von diesem Glauben. Weil Jesus war Jude für ihn. Und das ist für ihn ganz wichtig. Für Lukas nicht so. Also, Matthäus fängt also an und erzählt, dass Josef entdeckt hat, dass Maria schwanger ist und dass er sie deswegen heimlich verlassen will. Hört sich erstmal gemein an, aber ist eigentlich gut gemeint. Denn er könnte sie verklagen, weil sie ist ja schon ihm zugesprochen, sie waren ja verlobt, bloß die sogenannte Heimholung, also die Verehelichung, und das war eben, dass er sie zu sich nahm und eben dann mit ihr schlafen konnte, das hatte noch nicht stattgefunden. So. Und nun will er also kein großes Theater machen. Er will nicht sein Recht auf ihre Jungfräulichkeit einklagen, sondern er denkt, ich lasse es mal alles beruhen, aber ich mache mich vom Hof. Ja, heiraten will er sie nun auch wieder nicht. Das heißt, er steckt wirklich in diesem patriarchalen Denken noch drin, aber ist nicht einer von der schlimmsten Sorte. Denn der würde jetzt sofort sie verklagen von Gerichtsherren und dann sie steinigen lassen. Aber offenbar ist er halt nicht der Typ. So. Und Matthäus beschreibt auch den Josef in Anlehnung an das Alte Testament. Da ist ja der Josef, der jüngste Sohn von Jakob. Und der hat, war immer der, der geträumt hat, der so ein bisschen eingebildet war und schicke Kleidung hatte. Und als Jüngster musste nichts tun. Er hat den Brüdern das Essen aufs Feld gebracht, ja, und ihnen dann von seinen tollen Träumen erzählt, die er hatte, ja. Die alle verneigen sich um ihn und ehren, die sich neigen. Und die Brüder waren stinkwütend, ja. Was glaubst du, wer du bist, du Bengel? Auf jeden Fall, an diesen Träumer Josef knüpft der Matthäus an und macht hier aus dem Josef, dem Partner der Maria, macht er auch einen Träumer. Und interessant ist, dass er den Josef, er schreibt wie einen Stammbaum, der zwar ein bisschen widersinnig ist, denn wenn kein Mann beteiligt ist, was soll dann der ganze männliche Stammbaum, an dessen Ende Josef dann steht? Ja? Aber er bezeichnet Josef als den Mann der Maria. Nicht Maria als die Frau Josef, sondern er als Mann der Maria, und der war dann der Letzte. Also er sichert es praktisch ab. Ja? Jungfräulichkeit hin, Jungfräulichkeit her. Wie gesagt, es geht ja auch nicht primär um das Biologische. Und dieser Josef hat also nun einen Traum. Ein Engel sagt ihm, nein, du verlässt diese Frau nicht. Sie wird einen Sohn gebären und der braucht einen Vater. Und du nimmst sie unter deine Obhut. Und Josef ist immerhin ein Mann, der auf Träume hört. Das ist ja auch schon sehr weiblich. Und er nimmt Maria zu sich, sorgt für sie. Und es heißt, er erkannte sie nicht bis zur Geburt des Kindes. Und das heißt für mich im Klartext, der Mann hat keine sexuellen Ansprüche dafür, dass er die Frau und das Kind versorgt. Ja? Er hätte ja sagen können, so, also, jetzt bin ich aber mal dran. Ne?
Nein, er lässt sie in Ruhe, er lässt sie intakt, er lässt sie bei sich. Und von Maria, wie gesagt, wird nichts, kein Engel, nichts, gar nichts. Er nimmt sie zu sich. Und dann wird ja weiter erzählt, dass er wieder träumt, dass er das Land verlassen soll, dass er fliehen soll vor Herodes. Denn, und das ist das Interessante, die Geburt des neuen Mannes hat auf der anderen Seite, es ist ja immer dieses Gegenstück, hat einen Herodes zur Folge, der ein Kindesmörder wird. Er will ja alle Knaben umbringen lassen. Natürlich ist das nicht historisch in dem Sinne, dass nun da Knaben umgebracht wurden in Israel, weil andere Quellen berichten das ja nicht. Aber insofern ist es historisch richtig, als Herodes wirklich ein Sohnesmörder war. Er hat seine Söhne umgebracht aus Angst, dass sie ihm auf den Thron nachfolgen wollten und vielleicht deswegen ihn umbringen. Und das ist ja auch nicht so eine singuläre Erscheinung. Es war ja häufig, dass Söhne den Vater umbrachten, um selber an den Thron ranzukommen. Und dann ziehen sie aus und dann kommt bei Matthäus, bei der Geburtserzählung, der große Unterschied zu Lukas. Er bringt die Sterndeuter ins Spiel. Und das ist nun ganz interessant, weil die Sterndeuterei in Israel verboten war. Er bringt also auch dieses Neue, einmal der neue Mann, der nicht seine sexuellen Ansprüche, also nicht die Versorgung der Frau abhängig macht von seinen sexuellen Ansprüchen oder von ihren sexuellen Dienstleistungen. So, das wird hier wirklich gekappt. Und dann kommt nachher, kommen bei ihm die Könige aus dem Morgenland und die suchen das Kind. Das heißt, er richtet seine Botschaft auch an die Gelehrten des Landes. Das sind natürlich jetzt übertragen, nicht unbedingt Sterndeuter, aber Pharisäer, Schriftgelehrte, Priester. Also er wendet sich an die religiöse Elite. Während bei Lukas, wie wir ja wissen, Hirten auf dem Feld sind. Er spricht ganz andere Leute an. Und bei ihm sind es, die Hirten waren ausgestoßen, galten als unrein, galten als Diebe und Gammler. Also soziale Unterschicht, Paria. Und bei Lukas ist es auch immer wieder so, der immer wieder soziale Gerechtigkeit einfordert über Jesus, also wo Jesus immer wieder ein Herz für die Armen hat, für die Unterprivilegierten. Und er ist derjenige, der auch Maria das Magnifikat singen lässt. Er stößt die Herrschenden vom Thron. Er nährt die Hungrigen. Und die sollen nicht leer ausgehen. Also alles die, die zu kurz gekommen sind. Von denen sagt Maria, die werden jetzt endlich zu ihrem Recht kommen. Und das bedeutet für mich auch im Klartext, das Patriarchat ist zu Ende. So würden wir es heute nennen. Ja? Und das, muss ich sagen, ist für mich noch eine viel wichtigere Botschaft, als ob die nun Sex hatten oder nicht. So, jetzt macht der Lukas aber gleich einen doppelten Akt daraus. Wir haben gesehen bei Josef, er wird eines Besseren belehrt. Er bekommt vorgeschrieben, wie er das Kind nennen soll. Er soll es Jesus nennen. So. Und der Mann meinte ja, dass er das Recht der Namensgebung hatte. Das hat er ja im Schöpfungsbericht, dieses Jahwissen, hat er ja das Recht bekommen, er durfte die Tiere benennen. Und er hat auch dann Eva benannt. Sie soll Männin heißen, weil sie eben vom Manne genommen ist. Hinterher erfahren wir, sie heißt Chava. Die heißt gar nicht Männin. Ja? Aber das nur nebenbei. Das heißt, die Benennfunktion wird dem Mann auch genommen. Und das heißt, das Patriarchat ist zu Ende. Aus einer anderen Sphäre wird ihm gesagt, wie dieser Junge heißen soll. Und ich muss gleich sagen, diese andere Sphäre ist für mich nicht der alttestamentliche Gott. Ganz eindeutig heißt es, dass Maria vom Heiligen Geist überschattet wird, aber der Heilige Geist ist ein deutscher Begriff und ist ein deutsches Maskulinum. Dieser Heilige Geist ist im Hebräischen unverbrüchlich weiblich, es ist die Ruach. Das heißt, sie hat engsten Kontakt mit dem göttlichen Weiblichen, was immerhin in dieser Theologie doch noch verstanden wurde und vorhanden war. Die Ruach, die am Anfang über den Wassern schwebt. So. Das heißt, da, wo das irdische Weibliche Kontakt zum göttlichen Weiblichen aufnimmt, da entsteht etwas ganz Neues und da ist das Patriarchat zu Ende. Also wisset, wie ihr das Patriarchat beenden könnt. Und die Maria ist willig, dieses Kind zu gebären. Und dann, nachdem sie das erfahren hat, heißt es von ihr, einige Tage später machte sie sich auf den Weg zu ihrer Verwandten Elisabeth. Und sie wohnte ja in Nazareth.
und die wohnte in Jerusalem. War schon ein ganz schöner Marsch, ganz alleine. Und das stellen wir uns mal vor. Sie weiß, sie ist schwanger und sie sagt, so, und nun besuche ich meine Verwandte Elisabeth. Das heißt, sie zeigt sofort, sie ist eine eigenständige Frau. Sie sagt nicht, ich muss mal den Josef fragen, ob ich denn nun gehen darf oder was. Überhaupt nicht, nichts davon. Sie macht sich auf den Weg und will zu ihrer Verwandten und die erwartet auch ein Kind. Aber es ist genau das Gegenstück einer Schwangerschaft. Sie ist schon alt und betagt und hätte eigentlich auch kein Kind mehr haben dürfen. Also Maria dürfte eigentlich keins haben und die Verwandte Elisabeth auch nicht, weil sie jenseits der Jahre ihrer Fruchtbarkeit war. Und sie hatte ihr ganzes Leben darunter gelitten, dass sie kein Kind bekam. Und der Maria ging es gar nicht um ein Kind. Die hat nie gesagt, sie wollte ein Kind haben. Aber sie hat in sich etwas gespürt. Jedenfalls, sie geht zu der Elisabeth und die Elisabeth hat einen Mann, der heißt Zacharias. Und der ist Priester am Tempel und tut dort Dienste. Und der hat nun eine Vision, dass seine Frau schwanger wird. Also ähnlich wie auch der Josef bei Matthäus, pflicht der Lukas diese Geschichte ein. Und wieder wird der Mann schachmatt gesetzt. Er will es nicht glauben. Und dann heißt es so, du verlierst deine Sprache. Das heißt, Lukas sagt, hier hat der Mann zu schweigen. Seine Rede, sein Wort ist nicht mehr gefragt. Und er kann nur noch auf eine Tafel kritzeln. Und ihm wird auch gesagt, und du benennst dieses Kind nicht. Und das Kind soll Jesus heißen. Und hinterher schreibt er dann ja für Elisabeth auf, Johannes soll heißen. Das heißt, monatelang bis zur Geburt des Kindes bleibt er stumm. Und das heißt ja viel. Ja? Und nun heißt es, dass als Maria ankommt bei Elisabeth, da heißt es, da hüpfte das Kind in ihrem Leibe. Das heißt, sie hat gleich irgendwelche, die Freude, die sie über diesen Besuch der Maria hat, ob das ihre Nichte, Cousine oder irgendwas war, weiß ich nicht. Jedenfalls, diese Freude teilt sich sofort dem Kind im Leib mit und es kann sich mitfreuen. Und interessant ist eben, dass diese erste Regung im Mutterleib für mich insofern ein ganz interessanter Aspekt ist. Jetzt muss ich mal ausholen und einen Ausflug in die Anthropologie machen. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch Margaret Murray bekannt ist. Das ist eine englische Anthropologin, die sehr weltgereist ist, in Indien aufgewachsen und so, aber das daneben. Die hat sich ihr Leben lang die Frage gestellt, wie kommt es eigentlich, dass die Idee des Göttlichen bei allen Völkern vorhanden ist. Ohne dass sie jetzt untereinander missioniert sind, überall, wo man hinkommt, glauben sie irgendwie an Geist oder jedenfalls an eine göttliche Dimension. Und jetzt sagt sie, wie kann das sein? Da muss doch ein gemeinsames Ereignis sein, das praktisch alle Völker irgendwo gleichschaltet. Und sie wusste auch, sie war eben Anthropologin, hat auch Paläontologie studiert, also altsteinzeitliche Forschung, kennt alle Skulpturen und hat die alle untersucht und hat festgestellt, je weiter wir zurückgehen, desto häufiger begegnen wir nur noch der schwangeren Göttin, die sogenannten Fettleibigen, ja, über die dann Männer sich später lustig machen. Das heißt, sie sagt, man sieht nicht die Mutter mit dem Kind auf dem Arm oder auf dem Schoß oder auch an der Brust, nein, sondern nur die Schwangere. Und daraus schlussfolgert sie, weil sie macht jetzt ein einfühlendes Denken, das ist ja auch typisch weiblich, ich fühle mich in die Situation eines Menschen ein, was Männern ja sehr oft abgeht. Und sie kommt zu dem Schluss, dass die Idee des Göttlichen von Frauen empfunden wurde, in dem Moment, als sie in ihrem Leib die ersten Regungen neuen Lebens spürten. Weil in der Zeit war es wahrlich nicht bekannt, dass Sexualität und Schwangerschaft irgendetwas miteinander zu tun haben. Es war noch keine Viehzucht, es war lange, lange vorher, sodass man die Tiere nicht beobachten konnte. Und die Frau selber konnte nicht schlussfolgern, dass sie, wenn irgendwo, was weiß ich, wenn sie mal vor 4 Wochen irgendwo jemanden Sex hatte, dass das ein Vater ist. Also es war völlig absurd. Die Frau empfand sich als eine, die aus sich heraus gebiert. Und das war für sie die natürliche Ordnung. Und das war stimmig durch Jahrhunderttausende. Und das ist sozusagen die tiefste Schicht des weiblichen Bewusstseins.
kann aus mir heraus Leben entfalten. Und ich meine, da ist ja auch sehr viel dran, wenn wir bedenken, welchen Anteil der Mann hat. Lass es 10 Sekunden, halbe Minute, eine Minute, 3 Minuten, will ich mich nicht festlegen. Ja? Aber im Vergleich zu 9 Monaten ist es natürlich sehr wenig. Und wenn wir dann noch bedenken, dass von seinen Millionen Spermien, die er ausschüttet, ein einziges, also ein Millionstel davon überhaupt wichtig ist. Alles andere weg. Und wenn wir dann auch noch bedenken, dass dieses Spermien ein 200.000stel Bruchteil der Größe und Schwere einer Eizelle ist, dann ist das doch ja ein recht geringer Anteil. Es ist ein wichtiger Anteil, aber im Verhältnis, alles in Relation gesehen, in Relation ist es doch ziemlich unbedeutend. Und wenn wir dann auch noch bedenken, dass gar nichts läuft ohne den Zyklus der Frau, denn wenn sie nicht empfangsbereit ist, da kann er 100-mal seinen Sperma ergießen, bringt gar nichts. Also woher sollten die Frauen nun irgendwie wissen, dass es irgendwas mit dem Mann zu tun hat, dass sie schwanger sind? Aber wir können uns auch vorstellen, welcher Einbruch es war in das Selbstbewusstsein der Frau, als sie erfuhr, ohne den Mann läuft es nicht. Wenn wir jetzt nicht davon ausgehen, dass es parthenogenetische Schwangerschaften gibt, ich meine, es gibt ja die Marianne Wex, die das sagt, es ist möglich. Und wir wissen auch, dass in der Evolution Parthenogenese mit enthalten ist. Es gibt parthenogenetische Schwangerschaften. Aber ich lasse es mal jetzt für den Menschen außen vor. Dann können wir uns vorstellen, was das für ein Umschwung war. Und ich denke, die neolithische Revolution war der eigentliche Umschwung, dass dieses Wissen in die Welt kam. Dieses Wissen, das hat viel verändert. Ja? Mit der Viehzucht haben die Männer gesehen, eben wie es läuft. Sie haben es noch nicht gleich alles unsozial umsetzen können. Es dauerte weiter. Wir haben zum Beispiel in Chatalhöyük aus dem 7. Jahrtausend dieses Relief. Die in Chatalhöyük waren, ihr wisst es, wie sie eine Umarmung zeigen. Mann und Frau umarmen sich. Und daneben ist eine Mutter mit einem Kind. Und der Ausgräber, der James Miller, der vermutet, dass das die sexuelle Aufklärung von damals war. Ja? Dass da ein Zusammenhang besteht zwischen der Umarmung von Mann und Frau und dem Kind, das dann dabei herauskommt. Und das war, wie gesagt, um 7000, da war es noch nötig, diese Aufklärung zu betreiben. Ja? Sonst hätte man dieses Relief ja nicht zu machen brauchen, wenn es selbstverständlicher Wissensstand der männlichen Welt war. Und ich meine, viele Männer haben es heute noch nicht begriffen, dass bei der Sexualität auch Kinder entstehen, für die sie dann vielleicht verantwortlich sein könnten. Ja, also sie gehen ja auch sehr unverantwortlich mit ihrem Sperma um. Aber manche Frauen scheinen es auch nicht zu wissen, davon abgesehen. Wissen meine ich, sich dessen bewusst sein, dass wenn ich mit diesem Mann schlafe, ich ihn zum Vater machen könnte. Ja, und das ist ja heutzutage was. Das heißt, sie haben die nächsten 20 Jahre in der Backe. Es ist ja eine wahnsinnige Entscheidung und ist ja für die Frau eine so viel bedeutendere Entscheidung als für den Mann. Ja, 40% der Männer machen sich vom Hof, während die Frau schwanger ist, also in der Schwangerschaft der Frau, sobald sie erfahren, ja, 40% verlassen die Frauen. Ja, und da kommt keine Klage, wenn die weg sind, sind sie weg. Ja, also der Mann selber macht sich ja überflüssig als Vater. Ja. Und ich meine, wenn man von daher aufs Sorgerecht guckt, okay, tun wir aber jetzt nicht. Also diese Information finde ich so wichtig, die Frau als Ursprung überhaupt von Religion. Und ich meine, das signalisiert alles, was wir aus der Altsteinzeit überliefert bekommen haben. Ja? Es ist so überwältigend. Und in wie vielen Arten das Weibliche dargestellt wird, zum Beispiel dieser Gefäßcharakter. Ja, es sind ganz viele Gefäße gefunden worden, die einen weiblichen Körper haben. Und jetzt nochmal zu dieser ganzen Symbolik. Der weibliche Innenraum, Gebärmutter, den hat nur die Frau. Der Mann hat keinen Innenraum, aus dem Leben kommt. Und wenn ich das jetzt nochmal auf die Sexualität beziehe, im Geschlechtsakt ist der Mann Gast in der Wohnung der Frau. Also
Wir alle haben die Gebärmutter als unseren ersten Wohnort gehabt. Immerhin 9 Monate lang haben wir da drin gelebt. Der erste Wohnraum, den wir hatten. Kann auch Schlafraum gewesen sein, ist egal. Wohnschlafzimmer. Jedenfalls, Sexualität wurde verstanden, also matriarchale Sexualität jetzt. Die Frau ist Gastgeberin des Mannes. Und als Gastgeberin ist sie die Einladende. Das heißt, der Mann kann nicht sagen, hier, ich will mit dir Sex haben oder ja, nein. Er muss auf ihre Einladung warten. Und das heißt, was in der Biologie schon längst ausgemacht ist, Female Choice. Damenwahl. Die Frau wählt den Mann. Im Patriarchat wählt der Mann die Frau und die Frau ist glücklich und dankbar, wenn sie gewählt wird. Ja? Also, es ist verkehrte Welt. Und wenn sie die Einladende ist, die ihren Körper ihm und seiner Lust und ihrer Lust zur Verfügung stellt, dann muss er sich als Gast benehmen und nicht als Hausbesitzer oder Schlüsselinhaber, der auf- und zuschließt. Und wenn sie Gastgeberin ist, dann ist sie auch diejenige, die den Gast bewirtet, die also bestimmt, was sein darf und was nicht, was sie sozusagen auf den Tisch bringen will, ich übertrage das jetzt mal alles, ja, was sie ihm gewähren will, was nicht, was sie zurückhalten will, wie lange er bleiben darf, ja. Er kann nicht einfach in den Kühlschrank gehen und sagen, hier, ich hole mal die Klamotten raus. In Amerika ist es üblich, aber es ist nirgends üblich, ja, dass der Mann, dass der Gast einfach in die Küche geht und sich da was nimmt. Sie tischt auf. Und wenn wir das auf die Sexualität übertragen, ist es ein völlig anderes Verständnis. Die Frau ist nicht Opfer seines Sexualtriebes, sondern sie bestimmt, wann, wo, wie, unter welchen Bedingungen, was immer, so etwas stattzufinden hat. Und sie sagt ihm auch, bitte, und jetzt möchte ich, dass du gehst. Das heißt, er kann nicht bleiben. Und genau das ist auch die Situation im Matriarchat. Der Mann hatte die Bleibe bei seiner Mutter und bei seinen Schwestern. Das war seine Familie. Da wurde nicht mit jedem Kind oder mit jeder Beziehung eine neue Familie gegründet. Das wäre so unökonomisch gewesen, ja? Was wir für Energie verschwenden, dass wir einerseits uns losreißen müssen von unserer mütterlichen Familie und die Mütter müssen die Kinder hergeben, was das für Leid ist für viele Mütter. Du hast es vorhin beschrieben, du als Schmerzensmutter, ja. Und davon gibt es viele im Patriarchat, die dann in die Depression absinken, ja. Man hat eine Familie, weil man in einer Familie geboren wurde. Und diese Familie ist ein Leben lang unsere Fürsorgestation, wo wir immer wissen, wo wir hingehören, wo wir bis ins hohe Alter, bis zum Tod versorgt werden. Und was machen wir? Wir schmeißen die Kinder raus oder sie reißen sich los, wie auch immer, weil sie müssen ja nur selbstständig werden. Aber in der matriarchalen Familie wurden die Kinder auch selbstständig, sehr selbstständig sogar. Sie übernahmen immer mehr Verantwortung, sie hatten immer mehr Einflussmöglichkeit, Entscheidungsmacht und so weiter. Auf jeden Fall. Aber sie gingen im Alter nicht ins Armenhaus und mussten auf fremde Hilfe oder auf Roboter hoffen, die sie dann versorgen. Sie hatten ein sicheres Alter, eine sichere Versorgung, eine liebevolle Umgebung und sie wurden geachtet und geehrt. Das heißt, das ganze Sexualleben ist völlig anders definiert. Und hier, meine ich, fängt bereits diese andere Definition, wird hier schon deutlich. Und wir sind ja hier mitten im Patriarchat. Ja? Die Maria hätte gesteinigt werden können. Finsteres Patriarchat. Genauso wie ungehorsame Söhne. Und wenn wir das in diesem Kontext sehen, das heißt, wenn wir die Geschichte lesen aus der Vergangenheit, aus der die Frauen damals kamen und nicht aus unserer Gegenwart, die wir nun zurückprojizieren auf Maria. Das ist einfach ein falscher Ansatz. Das geht nicht. Und wir kennen alle aus der Hermeneutik das Gesetz, dass man einen Text nur aus seiner Zeit heraus interpretieren kann. Und in der Zeit von Maria und Elisabeth, da war halt die ganze antike Welt noch voll von Göttinnen und schwangeren Jungfrauen und so weiter.